carrying out these plans, didn't the OKW issue several orders to the commanding generals that were quite extraordinary? I refer, among other things, to the Commissar order that you've mentioned. Der Kommissarbefehl betraf ja letzten Endes nur die Beseitigung von Elementen, Teilen der Bevölkerung an sich nichts zu tun, sondern war höchstens die Beseitigung einer gewissen Klasse von Gefolge der feindlichen Wehrmacht, in denen er Politiker vielleicht, aber nicht weniger Soldaten sah. And I refer also to Hitler's well-known order of 13 May 1941, which restricted the use of courts-martial in cases where German soldiers had committed crimes against the civilian population. Wasn't that part of this same plan? Sicherlich ist das, wenn der Plan bei ihm bestand, auch ein Teil dieses Plans gewesen. Aber dieser Plan ist ja von uns nicht befolgt worden, denn wie gesagt, haben wir ja aufgrund des Befehls des Oberbefehlshabers des Heeres durch unsere Gerichtsbarkeit die Ausschreitungen im Interesse der Macht, dass er die politischen Kommissare für schädlich hielt und für Feinde für unsere Feinde hielt. Das ist selbstverständlich, das hat er ja auch in dem Kommissarbefehl zum Ausdruck gebracht. Wie weit er, abgesehen von dem Kommissarbefehl, an die Vernichtung solcher Elemente dachte, das weiß ich nicht. Das hat er uns nie gesagt. Wir haben auch keinen Befehl darüber bekommen. And didn't he also think that the Jews should be exterminated for exactly the same reasons? Das mag sein, aber er hat zum Beispiel mit mir nicht ein einziges Mal über die Judenfrage gesprochen. You didn't know anything about that. Nein, ich wusste nichts von dem Plan der Ausrottung. I'd like to ask you a few more questions about the Einsatzgruppen and Einsatzkommandos. Was to assist in exterminating the Commissars and the Jews in accordance with these policies. Nein, das wusste ich nicht. Was there an Einsatzgruppe attached to your army, to the 11th Army? Ja, diese Einsatzgruppe ist ja, wie Ohlendorf ausgesagt hat, im Bereich meiner Armee tätig gewesen. I think you told us earlier that the Einsatzgruppe was entirely under the orders of Himmler for operational purposes. I think you also told us that Himmler was a bitter enemy of the army. What did you do when you learned that there was an Einsatzgruppen attached to your army? What were you told about it? Mir ist seinerzeit vorgetragen worden, dass, ich weiß gar nicht mal, ob der Name Einsatzgruppe dabei gefallen ist, dass eben von der Organe der SS in den Operationsgebieten the Commander-in-Chief. Is a Commander-in-Chief pleased to have an independent unit operating in his area, which he can't order around? Is that customary, and do you like it? Nein, man hat es natürlich nicht gern. Aber es gab ja noch sehr viele andere unabhängige Einheiten. Ich möchte nur betonen, dass die Luftwaffe uns in keiner Weise unterstand
wenn wir zusammen im Kampf arbeiteten, mussten wir uns mit ihnen verabreden. Irgendwelche Befehle konnten wir ihnen nicht geben. Sie unterstand uns auch nicht gerichtlich. Ebenso war es mit der UT, ebenso war es mit den Organisationen des Wirtschaftsstabes Ost, ebenso war es mit der Polizei. Kurz, wir waren ja praktisch auf die militärische Führung.